Hey, es ist Frühling. Endlich seid ihr wieder mal da. Wir ja, aber der Frühling? Nur ein geschultes Auge findet Frühlingsboten in der Parzelle 94 bei Bautzen. Die erste Blüte an der Strauchpfingstrose. Aber sonst war bis jetzt wenig mit Frühling. Wir hatten lange kalt, dann war es mal kurz warm, dann war es wieder kalt. Und man wusste nie genau, kann ich heute in den Garten gehen? Schneit's, regnet's, bleib ich lieber zu Hause. Ein bisschen was von zu Hause hat Stefan jedenfalls heute mitgebracht. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Wir basteln heute Saatgutbänder. Aus Klopapier zum Beispiel. Hat wahrscheinlich jeder zu Hause. Ich trenne mir hier ein Stückchen ab und schneide mir das dann erstmal in Streifen. Ich falte die jetzt erstmal in der Mitte, damit ich danach weiß, wo ich die Samenkörner festkleben muss. So. Und jetzt kommt der beste Teil, jetzt wird nämlich der Kleber angerührt. Und zwar Matschepampe, ganz einfach aus Mehl und Wasser. So, das muss eine schöne, klebrige Masse werden. Man darf nicht zu viel Wasser nehmen, weil sonst wird das zu flüssig und die Samenkörner keimen dann schon in dem Leim. Das wäre natürlich blöd. So ungefähr ist das super. Dann die Mehlpampe in Tupfen auf das Band verteilen. 5 cm Abstand, perfekt dafür. Mein Lieblingsradieschen, Ostereiermischung. Das passt doch. Das ist wie Torte dekorieren. Danach klappt Stefan die Bänder einfach zusammen und lässt sie trocknen. Übrigens, was aufs Band kommt, das ist natürlich ihre Sache. Möhren oder Kräutersamen eignen sich besonders gut. Rettich- und Radieschen-Fan Stefan bringt seine Streifen direkt ins Frühbeet und hat für Bastelmuffel auch noch eine Alternative. So, Radieschen perfekt ausgesät. Wenn man natürlich noch mehr Radieschen auf noch kleinerer Fläche säen will, nimmt man einfach so ein Dribbelbrett dafür. Wenn man das in die Erde drückt, hat man 1, 2, 3, 4, 5 mal 5 perfekte Aussaatlöcher für Radieschen mit einem Mal gestanzt. Sein Gartenwissen gibt Stefan gern an andere weiter, zum Beispiel in seinem Blog Parzelle 94. Klar, dass er auch für Salatpflanzen einen Tipp hat. Die Salatpflanzen, die pflanzt man so ein, dass die nicht zu tief sitzen. Die müssen etwas überhalb der Erde sein und ein bisschen wackeln können, hier so ungefähr. Die richten sich in den nächsten Tagen auf und die unteren Blätter sind dann über der Erde. Das sorgt dafür, dass die gesund bleiben und dass die Schnecken nicht so schnell kommen. Jedes Jahr macht unser Hobbygärtner neue Pläne fürs Beet, denn ein paar Regeln sind durchaus zu beachten. Ich brauche neue Erdbeeren. Und bei Erdbeeren ist ja das Besondere, man darf die nicht mehr auf dieselbe Stelle pflanzen, weil dann meckern die Erdbeeren vor sich hin und tragen nicht mehr gut. Erdbeeren brauchen also bei jedem Pflanzen einen neuen Platz im Garten. Gleiches gilt für Kohlgewächse, hier sogar verschärft. Also hier auf dem Beet, wo dieses Jahr noch dieser herrliche Grünkohl steht vom letzten Jahr, darf in diesem Jahr auf keinen Fall mehr ein Kohlgewächs wachsen. Zum Beispiel kein Kopfkohl, kein Kohlrabi und auch zum Beispiel kein Senf als Gründüngung, denn Kreuzblütler, hinter Kreuzblütlern angebaut, ziehen Schädlinge an im Boden. Apropos Boden, für mehr Wachstum reichert Stefan seine Beete mit reifem Kompost an. So, jetzt haben wir hier den Kompost gesiebt. Aber wir wissen noch nicht, ob der Kompost überhaupt schon richtig reif ist. Weil erst wenn er richtig reif ist, wachsen hier die Pflanzen so richtig gut. Und deswegen machen wir jetzt einfach mal einen Kressetest. Beim sogenannten Kressetest sät unser Hobbygärtner Kresse einmal auf seinen frischen Kompost und zum Vergleich auf normale Gartenerde aus. Nach wenigen Tagen vergleicht er die Töpfe. So, das ist mal ein tolles Ergebnis vom Kressetest. Die Kresse auf dem Kompost sieht genauso aus wie die Kresse auf der Blumenerde. Also kann ich den Kompost dieses Jahr schon verwenden. Nur heute vielleicht nicht mehr. Das Wetter macht nämlich einen Strich durch Stefans Rechnung. Das reinste Aprilwetter. Hilft dir Alex nichts. Machen wir eben Feierabend heute. Richtig so.